voll toll. Sehr denkwürdige Situation, Szene hier gerade. Oh, voll toll. Also ich muss echt sagen, bis jetzt. Sehr, sehr schöner Teil. Ich würde ja gerne da vorne hin, aber ich glaube, das werden wir mit unserem Leben bezahlen. Ich versuche es trotzdem. Vielleicht können wir ja irgendwie eine Trophy einheimsen. Ich denke mal, wenn... Okay. Signalisieren die uns schon, dass wir zu nah sind? Okay, ich hätte jetzt gehofft, dass wir vielleicht irgendeinen davon streicheln können. Oh, die zwei haben sich lieb. Oh. Ne, wir können nicht näher ran. Hätte ja sein können. Weil, ich glaube, das war in Teil 2. In Peru. Konnte man doch, da vorne ist ein Schatz, konnte man doch diese komischen Kühe, konnte man doch streicheln. Da hat man ja auch eine Trophy für gekriegt. Wir sind auf dem richtigen Weg. So. Den Schatz nehmen wir uns mit. Und dann würde ich mal sagen, auf, auf. Wir suchen uns Ärger. Ich glaube, der wird nicht weit weg sein. Du kennst wahrscheinlich afrikanische Elefanten. Das sind indische Elefanten. Okay. Was ist der Unterschied? Kleiner. Kleinere Ohren. Ja. So ein Doppelbuckel auf dem Kopf. Genau. Die afrikanischen haben nicht große Ohren. Aber weiß man eigentlich... So, jetzt machen wir hier die Treppe hoch. Wirklich sehr, sehr schöne Szene. Die wird mir auf jeden Fall nachhaltig im Gedächtnis bleiben. Das weiß ich jetzt schon. Man hat ja immer so gewisse Punkte in dem Spiel, die einem ja längere Zeit oder ja, später noch gut im Gedächtnis sind. Und das war bestimmt eine davon. Obwohl ich muss sagen, hier waren bis jetzt schon sehr, sehr denkwürdigere Szenen. Oh, nett von Asaf, uns Vorräte dazulassen. Hm. Nimm dir, was du brauchst. Gute Idee. Nicht denkwürdigere, sondern denkwürdige Szenen. Ich sag nur einmal Yoga auf dem Aussichtsturm. Ah, wo ist es? Wo ist es? Wo ist es? Da ist es. Ah, so. Und ob die Kiste. So, da ist C4. Haben wir genug. Die Arrowhead, nehmen wir die. Können wir mal ausprobieren. Was haben wir denn hier? Okay, das ist auch mal C4. Die Typ 95. Haben wir die schon mal? Nee, da ist eine Pistole. Aber da haben wir ja unsere Schallgedämpfte. Auch wenn die andere natürlich mehr Munition hat. Aber wenn wir hier so ein bisschen schleichen wollen, hilft die natürlich ungemein. Ist ja doch etwas seltener, die Pistole. Okay, da geht's hoch. Wir versuchen es mal hier. Und hier sieht man auch hier natürlich oben wieder diese offene Levelstruktur. Man kann dahin. Man könnte. Okay, da ist ein Schatz. Müssen wir uns merken. Da könnte man jetzt nicht hinspringen, aber. Oh, das sieht auch von hier oben wieder toll aus. Oh, sehr, sehr schön. Okay, Foto. Gucken mal eben, was haben wir denn hier Schönes? Okay, das ist vom Anfang, okay. Sehr cool. Gefällt mir echt richtig gut. Ich bin noch mal gespannt, wenn das Spiel durch ist, was man, ob man dann vielleicht irgendwo vorne im Optionsmenü... Ja, Schatz. Aber das meint er wahrscheinlich nicht hier. Das wird wahrscheinlich der da hinten sein. Dass er vielleicht irgendwie so eine Art Fotoalbum vielleicht ist. Da sitzt oben ein Ara. Und wir haken uns mal eben mit dem Seil da dran.
und holen uns den Schatz. So, jetzt ist aber trotzdem die Frage. Okay, da oben geht's weiter. Okay, alles klar. Das heißt, hier hätten wir so und so hingemusst. Und okay, da müssen wir noch einmal runter. Und hoppala, so. Nadine schafft das schon von alleine, da braucht man, glaube ich, nicht zu helfen. Auch sehr cool, wie sich die Chloe immer wieder durch die Haare streicht. Das sind so Kleinigkeiten, die das Ganze hier so authentisch aber auch machen. Das liebe ich echt an Naughty Dog. Da ist wieder ein Affe. Ich würde sagen, wir tun es ihm gleich und springen da auch mal an die Lanze ran. Uah. Die zum Glück nicht abgebrochen ist. Ach, wie schön hier die Größe eingefangen wird. Da vorne der Baum. Wirklich wunderschön. Ja, das mache ich in meinen Spielen oder in den Games, die ich spiele, für mich eigentlich total gerne, dass ich mir dann halt auch die ganze Level-Architektur angucke, wie die Designer das alles designt haben. Ich meine, das muss ja alles von der Idee dann erstmal aufs Papier gebracht werden, wie das ganze Design aussehen soll. Und dann muss das natürlich aber auch alles technisch umgesetzt werden. Und ich bin da echt... Treppe rauf. Ich sehe Licht. Durchs Wasser. Ein so großer Fan von Naughty Dog. Die schaffen es immer wieder aufs Neue, einen wirklich mit dem offenen Mund vor dem Fernseher sitzen zu lassen. So, jetzt würde ich mal sagen, wir kruffen hier mal durch. Ja. Hallo, Bello. Hallo, Gänsehaut. Weißt du, man sieht nicht jeden Tag eine komplett verborgene Stadt, die seit Jahrhunderten niemand mehr gesehen hat. Bis auf Asaf. Bis auf Asaf. Und ein paar seiner Männer. Und Sam. Ein paar seiner Männer. Bist du soweit? Du hast den Moment total versaut. Ist dir klar, oder? Ja, bin soweit. Aber Donnerwetter, wir machen natürlich auch davon ein Foto. Boah. Sieht aus, als ob an der Seite alte Gemächer sind. Also hoch. Okay, das hätte jetzt etwas schöner ausgesehen, wenn die Nadine nicht davor gestanden hätte. Aber egal, wir gucken mal eben aufs Handy. Boah. Wahnsinn. Und das ist das, was ich meine. Das muss ja alles entworfen werden. Sehr, sehr schön. Auch hier mit dem ganzen Wasserfällen, wie das hier da runter plätschert. Wahnsinnig toll. Und ich muss sagen, wenn Naughty Dog vielleicht unter Umständen die Serie doch weiterleben lässt, hat die auf jeden Fall eine Daseinsberechtigung. Ich hatte echt am Anfang so ein bisschen meine Zweifel gehabt, ob du ohne Nathan Uncharted noch... Uncharted ist. Okay, wir haben hier Besuch. Okay, wir klettern mal eben weiter nach unten. Ja, wie gesagt, ich hatte so ein bisschen meine Bedenken, ob... Nein. Naughty Dog. Also, da, ob Uncharted ohne Nathan Drake funktioniert. Und ich muss sagen, ja. Ich finde den Charakter mega cool, den Nathan. Keine Frage. Aber, ja, es funktioniert auch ohne. Okay, da oben sollten wir... Ah, der Typ, der steht da, der gibt mir auf den Keks.
Aber ich weiß, wenn wir den ausschalten, dann alarmiert der wahrscheinlich automatisch. Die anderen. Ich wollte es aber ausprobiert haben. Weil wir jetzt hier natürlich eine Seite haben, die wir in Anführungsstrichen fast ohne Probleme beklettern können. Da vorne steht noch einer. Ja, wir sollten unbedingt erstmal die Scharfschützen ausschalten, weil die geben einen hier ordentlich Saures. Ich würde sagen, wir schnappen uns jetzt auch den zweiten. Okay, jetzt haben wir nur noch zwei Schuss und der hat einen Helm an. Und das war's. Der hat's aber noch nicht mal mitgekriegt. Du Nuss. Problem ist jetzt nur, dass wir den nicht anders ausschalten können, wie... Und dann ist auch noch einer mit dem Granatwerfer. Jawoll. Und ich habe die komplette Muni verbraucht. Und Chloe ist im Eimer. Okay, so funktioniert das hier nicht. Ja klar, wir sollten hier ungesehen bleiben. Okay, da kurz hoch, da dran. Wir hängen uns da mal eben ein. Schwingen hier rüber. Okay, der kann uns jetzt gerade nicht sehen. Und rein, und rein, und rein, und rein. Scheiße. Oh, Mann! So ein Shit. Schnappt sie euch! So, wo ist denn jetzt? Da ist er. Ja, das hat ja wieder super geklappt. So, und... Gut gemacht. Ja. So viel zum Thema schleichend und nicht gesehen werden. Okay, drei Schuss haben wir noch mit der Pistole. Das ist jetzt nicht viel. Wenn die aber sitzen... Da ist einer. Mist. Okay, hier rüber. Aber die zwei Scharfschützen sind auf jeden Fall weg. So, dann nehmen wir uns mal eben hier die Kiste vor. Vielleicht ist ja noch mal ein bisschen Muni für unsere schallgedämpfte Pistole. Hoffe ich. Okay, das nicht, aber für die hier. Dann nehmen wir die mit. Denn da haben wir ja auch... ein Visier drauf. So. Haben wir aber, genau, haben wir auch mit der hier. Denn wir müssen ja auch festhalten, wir haben den Typen mit dem Raketenwerfer. Okay. Nein, 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 nein. Ah, Mann. So.
Wir legen jetzt hier mal ein bisschen C4 aus. Obwohl ich glaube, dass das jetzt da oben Quatsch war, weil da geht keiner mehr hin. Oh, da oben ist der Typ mit dem Raketenwerfer. Oh ja. Und die ist eine Etage tiefer gefallen. Ah. Oh, Runz, die Bums, die. Okay, wir nehmen uns das mal hier und dann hier rüber. Was ist denn jetzt mit dem Granatwerfer? Raketengedöns. Ach du heiliger Bumban. Ja, spitze. Okay, und der Dualshock-Controller macht jetzt auch etwas schwapp. Okay, du kannst jetzt ruhig hier hinkommen. Entweder drehst du dich jetzt rum oder kommst noch näher. Komm. Und jetzt. Dotzen. Oh, da oben ist noch einer. So, den schnappen wir uns. Knack. Ohne Abendeckung. Okay. Rumpstet aber ganz schön, Leute. Mann. Ich bin hinter dir. Wir haben sie. Na komm. So, Granate. Hast sie gefunden? Scheiße. Mist. Fraser, Vorsicht! Oh. Warum gehst du denn jetzt nicht da unten in Deckung? Dankeschön. Oh. Und tschüss. Oh, die geht echt manchmal nicht in Deckung, wenn ich das will. Ich drücke, egal, nochmal von vorne. Das raff ich manchmal nicht. Aber ist jetzt auch egal. Das ist jetzt hier auf jeden Fall mal eine etwas härtere Passage. Da ist auch noch eine Granate. Okay, schleichen können wir mit der Pistole hier vergessen. Okay, jetzt gibt es auch noch die olle Kackbratze. Hier hoch. Okay, jetzt könnten wir rein theoretisch genau dem seine Rotzmaschine nehmen und hier mal schön wegholzen. Okay. Ja. Ja.
Okay, da ist noch einer. Ich gebe zu, ich habe gerade echt so meine liebe Not mit der Steuerung. Das kann und das wird sehr wahrscheinlich hauptsächlich an mir liegen. Das war jetzt aber auch hier etwas haarig. Ja, ich hatte jetzt gerade wirklich mega Probleme mit der Steuerung gehabt. Chloe wollte nicht dann in Deckung gehen, wenn ich das wollte. Irgendwie, Deckung ist ja, wenn man auf Kreis drückt und ich habe gedrückt, dann hat sie aber irgendwie, dann stand sie doch vor der... ist egal, ihr habt es ja gesehen. Nicht schön, aber selten. Weiter geht's. Ah, hier sind noch welche. Oh, nee, oder?